und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute beschäftigen wir uns mit diesen beiden Begriffen, und zwar das Gleiche und dasselbe. Und obwohl es sich doch so sehr ähnlich anhört, gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und das wird ganz häufig falsch gemacht. Und da müssen wir heute mal drüber reden. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Das Gleiche sind zwei Wörter, dasselbe wird zusammengeschrieben. Sie unterscheiden sich aber nicht nur in der Schreibweise, sondern auch in der Bedeutung. Wie erklärt man das am einfachsten? Ich nehme eine Münze. Das hier, so, das ist eine Euro-Münze. Und das hier, das ist die gleiche. Das ist die gleiche Münze. Ne? Seht ihr das? Da ist eine 1 drauf, der Ring, also die gleiche Münze. Es ist aber nicht dieselbe. Weil diese hier, die gibt es nur ein einziges Mal. Und wenn wir über die reden, dann sagen wir dieselbe oder dasselbe. Wenn wir aber über einen Vergleich reden, dann sagen wir das Gleiche. Okay, so. Und es gibt eine nette Eselsbrücke, die zeige ich euch jetzt. Meine Lieblingseselsbrücke ist diese hier. Ich nehme eine Frau. So. Bitte verzeiht mir meine Künste, aber die Frau, die hat ein Kleid an. So. Und dann gibt es noch eine Frau. So. So. Die hat auch ein Kleid an. Es ist das gleiche Kleid. Beides ist rot und dreieckig, aber es ist nicht dasselbe. Das wäre nämlich ziemlich blöd, weil dann würden sie beide in einem Kleid stecken. Also, das Gleiche. Und wenn man das Ganze jetzt noch mathematisch betrachtet, einigen hilft das ja, dann könnte man sagen, immer wenn wir von das Gleiche reden, dann meinen wir im Prinzip eine Gleichung. Und bei der Gleichung steht auf der einen Seite in der Mathematik genau das Gleiche wie auf der anderen Seite. Und das kann man zur Abwechslung mal ins Deutsche übertragen. Also, das Gleiche ist, wenn wir von identischen Gegenständen reden. Dasselbe ist, wenn wir von einer einzigen Sache reden. So, und mehr gibt es zu diesem Video überhaupt nicht zu sagen. Jetzt kennt ihr den Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut läuft, dann hast du jetzt was gelernt. Und wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so ein Däumchen da lässt. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare und in der Regel gibt es auch eine Antwort. Sowieso ist die Community hier recht aktiv und vor allen Dingen auch freundlich, sodass das Mitmachen hier viel Spaß macht. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du vielleicht das ganze Thema brauchst, dann kannst du gerne bei mir auf die Homepage gehen, www.lehrer-schmidt.de. Dort findest du alle Videos, die du auch bei mir auf dem Kanal findest, allerdings nach Themen sortiert. Da ist das manchmal viel, viel einfacher. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch sagen, wenn du ein Video nicht finden kannst oder wenn wirklich mal was fehlt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehe ich zu, dass ich das Video bei Gelegenheit nachproduziere. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, okay? Das war's.